Preiserhöhungen bei Aldi. 2022 ist in dieser Hinsicht für den Urdiscounter ein ungewöhnliches Jahr. Bei einigen Artikeln hat er den Preis 4-mal erhöht. Bei mehreren hundert Produkten immerhin 2-mal. Vincent ist mit Stefan Rüschen verabredet. Er leitet den Studiengang für Lebensmittelhandel an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Er hat in verschiedenen leitenden Positionen der Metro-Gruppe gearbeitet. Wie genau funktioniert denn so eine Preisverhandlung? Das ist kein Gefalsche, sondern es ist eine Verhandlung. Und dann werden schon auch längerfristige Kontrakte gemacht. Das ist nicht von Woche zu Woche, dass sich das unterscheidet, sodass der Lieferant sich eben auch darauf einstellen kann, dass er jetzt weiß, dass er für ein Jahr zum Beispiel die Produkte an Aldi oder an anderen eben liefern kann. Aber es sind sehr, sehr intensive Verhandlungen um jeden Cent.